Hey Leute und willkommen zurück bei NFS World und wir werden heute wahrscheinlich ein paar Rennen fahren mit dem Audi. Und mein Controller wird wieder nicht erkannt. Das ist natürlich eine super Voraussetzung. Aber naja, fahren wir mal wieder mit Tastatur. Und ja, letztes Mal, also letzten Part haben wir den Audi getuned. Klasse, die. Ja, die haben einiges nochmal gefixt, also es kam jetzt ein neuer Fix raus. Deswegen ist nochmal ein bisschen was anderes. Und deswegen hoffe ich auch mal wieder, dass die Performance stimmt. Bei mir im Spiel stimmt sie gerade wieder mal nicht. Naja, es geht. Gerade ein paar kleine Frame Drops. Ich weiß nicht warum, aber wird sich hoffentlich schon legen. Und ja, groß zu erzählen gibt es eigentlich nichts. Es werden vielleicht erstmal ein paar weniger Videos kommen. Vielleicht, mal schauen. Weiß ich noch nicht so ganz. Und ja. Ich weiß halt gerade echt nicht, was ich groß sagen soll, weil eigentlich steht nichts groß an. Und ich hätte einfach mal wieder Lust auf NFS World. Zudem habe ich jetzt gerade nichts mehr, was ich hochladen kann von NFS World. Das müsste ja jetzt Part 70 sein. Gehen wir schon auf die 100 zu. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also, ich habe jetzt auch insgesamt knapp 200 Videos zum Aufnahmepunkt hier. Und das hier wird gerade wahrscheinlich 199 oder 200 sein. Und 70 Folgen alleine davon NFS World, das ist schon gar nicht so schlecht. Finde ich. Es sind 35% der Videos und ja, macht auch sehr viel Spaß und steht ja auch noch kein Ende an. Ist ja nicht so wie bei zum Beispiel Flatout 2, was jetzt zu Ende ging. Das hat auch fast 40 Parts, also 39. Und da wären bestimmt nur noch 40 draus, aber da will ich jetzt keine falschen Versprechungen machen. Ja. Bin jetzt gerade kurz aus dem Konzept gekommen. Durch den Einschlag. Mit Tastatur fahren ist doch sehr ungewohnt. Aber in dem Spiel nicht mal besonders schlimm. Aber naja. Warum ziehen die jetzt eine nach dem anderen immer vorbei und dann überhole ich den und dann kommt der nächste? Das ist blöd. Da sind auch nicht mehr viele Kurven. Ja, Flatout 2 zum Beispiel. Boah, jetzt lag es aber gerade wieder extrem. Flatout 2 hat jetzt 39 Parts, werden vielleicht 40 draus durch vielleicht Multiplayer-Part noch oder ein paar Events, die ich noch spielen werde. Mal schauen. Und die Spieler haben ja so gesehen ein Ende. Und das hier hat's halt nicht wirklich. Klar, wenn du alle Autos besitzt oder Level 60 bist für manche schon. Also Maximum Level. Und damit den Veron freischaltest. Aber das dauert halt auch. Und du kannst ja immer weiterspielen. Das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Selbst wenn es vorbei ist, kannst du sozusagen weiterspielen. Und ja, das ist gar nicht so selbstverständlich, finde ich. Ich meine, ist ja schon klar, dass vor allem solche Story-Spiele und so weiter, wenn die kein Ende hätten, wären ein bisschen blöd. Oder halt solche, wo es auf die Karriere ankommt, wie zum Beispiel die größtenteils anderen Need for Speeds, wie Hot Pursuit oder so. So, Singleplayer. Ich mach Gemjagd übrigens nicht mehr, das bringt's einfach gar nicht. Und ja, das finde ich halt schön bei solchen Spielen hier. Es geht immer weiter, man kann immer, du kannst immer spielen so zwischendurch. Ich glaube, ich könnte, ich meine, ich habe es eine Zeit lang ziemlich aktiv gespielt, kaum, also da gab es kaum einen Tag, wo ich es nicht gespielt habe. Das war so, sagen wir mal, von kurz nach dem Anfang, also so Part 6 bis Part 35, so, oder ungefähr so.
Also da kam es auch mal, da habe ich 10 Parts hintereinander aufgenommen oder so. Ja gut, ja, 10 ist schon ziemlich viel, aber ich hatte sogar einmal 15 Parts gleichzeitig zum Hochladen bereit sozusagen. Und habe sie natürlich nacheinander hochgeladen, wäre blöd, wenn nicht. Das hatte ich auch bei Flatout danach, da hatte ich auf NFS World nicht so krass viel Lust. Dann hatte ich das bei Flatout 2. Da hatte ich dann irgendwie an 2 Tagen 13 Parts oder so aufgenommen. Die dann hochladebereit waren, also 13 bis 26 ungefähr, also ist echt so. Habe ich auf dem Laptop oben, also ich lade halt, ich nehme es am PC auf und lade im Laptop hoch. Und rendere auch am Laptop und schneide da alles Mögliche. Und ja. Also ich hatte da schon einiges im Voraus teilweise. Jetzt bei Flatout 1, was ich ja momentan spiele, ist das nicht so sehr der Fall. Aber naja, ist auch ein schönes Spiel. Aber ich glaube, also mir würde jetzt gerade so aus dem Gedächtnis kaum ein Spiel einfallen, was wirklich das hat, dass man es immer wieder so zwischendurch durchgängig spielen kann und es kein Ende hat. Klar, es gibt Spiele, die kannst du immer wieder durchgängig spielen, gerade bei Handy-Apps. Aber die haben halt auch irgendwann zum Beispiel ein Ende, in dem man alles durchspielt oder so, oder was weiß ich. Und da alles Max Level hat. Und keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Ich glaube, man versteht auch nicht mal, was ich meine. Ja gut, das vielleicht. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Aber ich erkläre schon ziemlich komisch. Das war gerade ein bisschen blöd, aber naja. Ich fahre die ja gerade nicht so sehr zum Grinden. Also farmen. Ich meine, bis ich Level 40 werde, dauert es eh noch ein bisschen. Ich weiß gerade nicht ganz, also erstmal natürlich wieder sparen. Und ob ich mir dann vielleicht demnächst erstmal einen Lamborghini kaufen soll oder ein Königsegg, weil Königsegg finde ich an sich cooler. Allerdings haben sie halt hier nur den CCX gefühlt und da reizt mich so ein Murcielago LP670 mehr. Ich finde ihn einfach cool. Also mit einer der einzigen Lamborghinis, die ich cool finde, habe ich ja schon öfter erwähnt. Okay. das ist halt ein Nachteil an der Tastatur. Du kannst einmal drücken und dann fliegt er halt komplett weg, wenn du. Ja, Mercedes kommt, glaube ich, gar nicht in Frage. Da gibt es zwei Fahrzeuge, den Sterling Moss und den SLS AMG, glaube ich. Ich weiß gerade nicht genau, ich glaube, das war der SLS AMG. Die sind aber, glaube ich, beide erst ab Level 50. Und sind jetzt auch nicht meine... Also Mercedes an sich finde ich nicht so schön, aber... Bis auf den SLS vielleicht noch, finde ich die eigentlich gar nicht schön, ne? Vom C63 finde ich ziemlich hässlich. Muss ich sagen, den feiern ja ziemlich viele. Kann ich, ja, also ich kann es gut verstehen, aber, also klar, es ist eigentlich Geschmackssache, deswegen kann ich es gut verstehen, weil manche einen Fahrzeug cool finden, andere nicht. Aber ich zum Beispiel mag den überhaupt nicht. So, zieh zur Seite, danke. Ja, mit die einzigen Mercedes, die ich wirklich schön finde, sind zum Beispiel SLS AMG. Oder, aber welche waren das? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Halt solche Fahrzeuge. Wow. von Mercedes. Sterling Moss finde ich dann wieder ziemlich vom Aussehen her bescheiden. Jetzt muss ich einmal hier irgendwie um die Kurve kommen. So. Ja, Sterling Moss hat einfach, sieht einfach, finde ich, komisch aus. Und das liegt nicht mal unbedingt an dem offenen Cockpit, aber irgendwie, keine Ahnung. Sieht einfach komisch aus. Also ich finde ja auch zum Beispiel den Le Mans Audi von, ja, vor ziemlich langer Zeit war das. Der hatte ja auch ein offenes Cockpit mal. Und den fand ich auch ganz cool. Ich finde auch den die neueren bei Le Mans ziemlich cool von Audi. Vor allem mit diesem schwarz-silbernen Look. Mit dem bisschen Rot. Wow.
Finde ich ziemlich schön. Hat was. Ja, zum Beispiel halt, wie gesagt, diese Le Mans-Fahrzeuge. Ich weiß nicht, sind das LDD-Cars? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Ich glaube, das sind die. Von Mercedes, die finde ich noch ganz schön. Also gehen zumindest. Aber so an sich würde ich mir keinen Mercedes kaufen. Klar kann sich das ändern. Vielleicht kann Mercedes irgendwann ein Fahrzeug rausbringen, was ich richtig schön finde. Aber bisher sieht es nicht danach aus. Auch die G-Klassen finde ich jetzt nicht besonders schön. Aber ist halt eigene Meinung. Ich kann es auch da gut nachvollziehen, wenn welche von euch die ziemlich cool finden. So ist das nun mal. Jetzt muss ich hier wieder durch die Kurve kommen. Ich hätte gedacht, dass es sich mit Tastatur in dem Bereich schlimmer fahren lässt. Ja. Und gewonnen. Aber mittlerweile gibt das echt gut Geld und Level 9. Was? Und mittlerweile auch schon Level 39. Ja. Ich glaube, ich fahre das gleiche Rennen nochmal. Das gibt ja ganz gut Geld und so weiter. Und macht auch ziemlich viel Spaß zu fahren. Ich habe halt echt nur Ingame-Lags. Das ist... Naja. Wow. Und schon wieder genau dasselbe. Oh, die Quattro könnte mir auch mal zulegen, aber noch nicht. Jetzt erstmal wieder sparen, vor allem wenn es jetzt auf Level 40 wirklich zugeht, ist ja nur noch ein Level. Ich glaube, die nächsten Folgen fahren wir dann auch nur noch Rennen und farmen ein bisschen in die Richtung. Ich könnte zwar auch Offscreen machen, aber ich will einfach mal wieder so ein bisschen... Erstens brauche ich wieder Parts, die ich hochladen kann. Und habe ich länger nicht mehr gemacht, also die letzten Folgen. Was habe ich denn da so gemacht? Autos gekauft auf jeden Fall. Ich habe das Vergleichsvideo gemacht zwischen dem Skyline R34 und dem M3. Wo ja herauskam, dass der M3 logischerweise, wenn man sich auch so denke, stärker ist. Aber nicht mal so krass viel stärker, wenn man das mit dem Level gleichsetzt. Also, wenn man das gleichsetzt mit Preis und dem Level, ab dem man es freischaltet, ist das Skyline besser. Ah, fuck. Aber an sich ist natürlich der M3 besser. Und hat auch die besseren Boni. Also von daher, ja. War jetzt auch nicht der das beste Vergleichsvideo, aber ich wollte es einfach mal so machen und es sollte jetzt nicht auch wirklich so sein, dass es CBS so ist, aber ich hatte einfach Lust drauf, weil es sind halt zwei legendäre Fahrzeuge aus der Need for Speed Reihe. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, kennt die. Vor allem, weil es Most Wanted und Underground sind, weil sie aus Most Wanted und Underground sind. Deutsch. Also, die haben halt einfach Legendenstatus in der Need for Speed Reihe. Ich glaube, da kann man einfach nicht widersprechen. Und das auch verdient, also. Von daher. Meine, wenn man sich mal überlegt, in wie vielen weiteren Spielen der M3 war, also von Need for Speed. Das ist schon nicht ohne. Als gefühlt war da in jedem weiteren Need for Speed vorhanden, außer in zum Beispiel Hot Pursuit war er nicht drin. In The One weiß ich gar nicht, könnte ich mir aber vorstellen, dass er da drin war. In Most Wanted konnte man ihn sicher dazu kaufen. Fand ist super. Dass es dafür ein DLC gibt. Naja. Ist der gerade in mir gespawnt? Oh, das war falsch. 3.
Oh, da hat er sich mehrfach überschlagen. Zumindest sah es kurzweilig so aus. So. Alter, man hört diesen Gallardo einfach so früh. Mir fällt auch auf, ich benutze mein Schild einfach nie. Aber naja, wozu auch. Nochmal, also die Rennen gehen mittlerweile echt viel. 35.000. Ich weiß nicht, ob es am Auto liegt oder an der Tastatur, aber irgendwie kriege ich gerade keinen richtigen Donut hin. Egal. Dann würde ich sagen, was das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Moment. Ciao.